Grüße. Ja, auf dem Rückweg in die Heimat habe ich mir gedacht, nochmal ein Video aufzuzeichnen über das Wochenende, was wir gerade hinter uns gebracht haben, das Veranstaltungswochenende in Sachsen. Ich muss sagen, es war wirklich ein erneut tolles Erlebnis mit unseren Zuschauern, unserer Gemeinschaft, die sich über die letzten Jahre, sind ja jetzt nun schon fast vier, wer hätte das geglaubt und gedacht, dass wir die Sendung Geht's Los machen. Ich habe gestern schon gewitzelt, wir müssen dann demnächst ja unsere Sendung mal umbenennen, also nicht mehr Geht's Los? Fragezeichen, sondern Geht's Los? Ausrufezeichen, ja, denn das ist ja jetzt nun wirklich mal an der Zeit. Ich wollte mich auch noch bedanken an die vielen, die gekommen sind, die auch aufmerksam zugehört waren. Ich wollte mich auch bedanken bei den Menschen, die ich persönlich kennenlernen durfte, mit denen ich sprechen durfte, wo wir uns auch über persönliche Dinge ausgetauscht haben. Und ich finde, das zeichnet unsere Gemeinschaft, unsere Zuhörer aus, dass sie mit ihrem Herzen sprechen und nicht mit ihrem Verstand. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Moment, sowas zu tun und tun zu können und auch dazu in der Lage zu sein. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft, wie wir kommunizieren werden und sollten, weil es einfach wahrhafte Kommunikation ist und nicht Gehirn- und Gedankengesteuerte, die manchmal Interessen geleitet und nicht eben immer authentisch ist. Ja, was wollte ich noch sagen? Wir haben einen großen Unterstützerkreis, der auch wieder mit dabei war. Ich hatte ja schon ein paar Namen erwähnt und ich finde das einfach großartig, wie Menschen unterschiedlicher Herkunft, wenn man so möchte, unterschiedlichen Wegen, die sie gegangen sind, zu uns gefunden haben, über das Sendungsformat, und das finde ich einfach sehr schön. Ja, auf diesem Wege, wir haben dann noch eine Veranstaltung in Franken demnächst und da freuen wir uns auch wieder drauf und wir werden auch weiterhin Veranstaltungen in diesem Format machen mit diversen Vorträgen und so weiter und so fort. Ja, und ich hoffe, dass ihr dann auch wieder dabei sein könnt. Wir freuen uns jedes Mal auch bekannte Gesichter zu sehen und nicht nur neue, auf die freuen wir uns natürlich auch. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Ausklang an diesem Sonntag und heute Abend, ja, sind wir ja wieder auf Sendung, wie es gehört, und wir freuen uns drauf. Auf diesem Weg alles Gute von der Autobahn. Bis bald.